lifeless. My mind is weightless, my body's weightless. When the engine starts, when the pressure drops, I'm weightless. My mind is weightless, my body's weightless. I don't feel anything. Was? Ja.
Jawohl, komm! Vom Kampf leider nach Punkten verloren. Wie gesagt, Vorbereitung war gut, wie gesagt, war ein hartes Training immer.
öfters mal Sparring gehabt, auch mit den Leuten von La Familia. Ja, von daher wussten wir schon, dass der Gegner unglaublich hart tritt. Ja, darauf habe ich mich eingestellt. Und wie gesagt, konnte einiges rausnehmen, einiges habe ich gefressen davon. Wie gesagt, meinerseits hätte ein bisschen mehr kommen können. Ja, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Ja, so ein Unentschieden, leider verloren. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen Rückkampf. Ja, lassen wir uns überraschen. Gesamtfazit zufrieden? An sich zufrieden. Wie gesagt, war ein Heimspiel für ihn. Von daher wussten wir, unentschieden wird es leider nicht geben, denke ich mal. Ja, wie gesagt, freuen wir uns auf den Rückkampf, wenn es soweit sein sollte. Bonis Kampf ist gerade vorbei und wir sind soweit sehr zufrieden mit Bonis Leistung. Er hat wirklich alles gemacht, was wir ihm soweit gesagt haben und versucht umzusetzen. Schade ist es, dass es punktemäßig nicht gereicht hat, obwohl es eigentlich für uns ein Unentschieden war. Wurde aber anders gewertet, nehmen wir so hin, ist in Ordnung. Es ist immerhin noch eine Heimveranstaltung. Da muss man noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber ich sag mal, die 5 Wochen hartes Training, die Vorbereitung haben sich gelohnt. Ja, und hat wirklich alles so weit umgesetzt. Er hätte weniger Low-Kicks fressen sollen, aber Boni ist ja Kämpfer. Aber es war ein sehr guter Erfahrungswert für ihn. Und ich denke mal, wir können das mit dem Kämpfer vielleicht nochmal auf der Dessauer Boxnacht als Revanche quasi. Richtig. Nochmal setzen. Bin ich auch der Meinung. Vom Boxerischen her war Boni sehr, sehr stark. Er hat das gemacht, was wir gesagt haben. Bloß leider in der 3. Runde hätte er noch 1-2 Aktionen mehr machen müssen, um das zu spezialisieren, zu definieren, so ein bisschen mehr. Um wirklich Akzent zu setzen. Genau. Sonst war alles gut. Und das ganz große Problem war gewesen, wir haben erst am Donnerstag den Gegner erfahren. Also ist Boni kurzfristig eingesprungen und dazu muss ich sagen, also ich hatte gegen einen guten Mann geboxt vor 1700, 2000 Zuschauer, ja, wo man erstmal einen Kampf unaufgeregt über die Bühne kriegen muss. Aber auch aufgeregt, sag ich mal, er wollte es nicht so zeigen, aber man hat es gemerkt. Es ist eine geile Stimmung und einfach hier boxen zu dürfen oder K1-Kampf machen zu dürfen, ist schon eine geile Sache. Boni, ich bin sehr zufrieden, dass du über die volle Distanz gegangen bist. Ja. Und ich kann nur dazu Folgendes sagen, noch mein Schlusswort. Für mich hat Boni gewonnen. Jawohl, definitiv. Alles klar. Wir wünschen euch was. Alles klar. Es geht nach Altenburg. Tschüss.